Marisha Fünkscher. Thank you.
sind dafür gewählt worden, Freude zu machen. Wir wollen Freude schenken. Unser Fest schenkt Freude. Also lasst uns Freude schenken. Aber wir dürfen auch Spaß dabei haben. Wir dürfen selber auch Freude haben. Und wir dürfen uns alle zusammen wieder von diesem wunderbaren Karneval beschenken lassen. Eine, zwei, Signor Kommandante, außer mir ist kein mehr da. Das ist ganz abfangen. War ein weißer Schneeleopard. Wenn du das selbst machst, hat natürlich jeder. Von Gott gepasst, Mensch-Steppe-Fütsche, Präsident der Zabel. Und spreche bitte laut und deutlich, aber noch viel mehr aus dem Herzen heraus nach. Auf das Zündloch der Kanone. Auf das Zündloch der Kanone. Schwört der Vater mit dem Sohne. Schwört der Vater mit dem Sohne. Schwört mit durchgedrücktem Knie. Schwört mit durchgedrücktem Knie. Treu der Funken Atem. Treu der Funken Artillerie. Schwört mit Witz und mit Humor. Schwört mit Witz und mit Humor. Treu dem Blau und Weißen Chor. Treu dem Blau und Weißen Chor. Meine Herren, herzlichen Glückwunsch. Jetzt seid ihr recht. Marie Schokipas. Marie Schön. Marie Steffens, Christian Prehl. Dich kennt man ja schon ein bisschen länger, als Tanzmarie der Blauen Funken. Ich glaube, du bist ganz neu als Tanzoffizier dazugekommen. Erster Regimentsappell nach der Corona-Pandemie, glaube ich. Wie fühlt sich das an, die jetzt alle plötzlich wiederzusehen? Ich schätze mal, ihr wart auch schon ein bisschen unterwegs, neuner Tanz. Ja genau, wir waren ja schon unterwegs, wir hatten auch eine kleine Vorsession, aber jetzt sehen wir alle wieder und das tut so gut und man merkt so richtig, wie die Leute das einfach wollen, wieder unter Menschen zu gehen und einfach wieder Karneval zu feiern und ja, den einen oder anderen habe ich echt ganz schön lange nicht mehr gesehen und das tut einfach richtig gut, alle wiederzusehen, ja. Bei dir muss ich jetzt was anderes fragen und zwar, da fehlt noch was, ne? Das kriegst du jetzt gleich erst. Bist du schon so ein bisschen nervös, wenigstens so Zündnadel und Kanone und so, dass du das hinkriegst mit dem Sprüchlein? Ja, klar bin ich nervös, das gehört, glaube ich, dazu. Aber der Spaß steht im Vordergrund und ich freue mich mega, vor den Blauen Funken Gästen, meinen eigenen Eltern zu tanzen und da auch vereidigt zu werden und das Chorkreuz zu bekommen.
Jetzt habe ich das gerade schon ein bisschen gespoilert. Neunertanz, wart ihr dabei? Ja. 1300, Pripro, also Prinzenproklamation. Wie war's? Wie habt ihr das erlebt? Das ist mein zweiter Neunertanz tatsächlich, aber es ist immer wieder schön. Es ist einfach nochmal dann ja, eine Gruppendynamik, die man ja sonst nicht hat. Man steht sonst alleine und jetzt dann die ganzen anderen wieder um sich zu haben. Und es ist echt ein tolles Gemeinschaftsgefühl und einfach was ganz Besonderes dabei sein zu dürfen. Ja. Jetzt habt ihr den bei der Ehrengarde aufgeführt und bei der Prinzenproklamation. Jetzt wäre ich total fies. Wo war es schöner? Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Ich würde sagen, bei der Ehrengarde war es ein bisschen familiärer, weil natürlich, ne, wir haben die Anna dabei gehabt, die Ehrengarde Marie und wir selber kannten auch ziemlich viele im Publikum und ja, war ein bisschen familiärer, aber es war natürlich auf der Pripo die Premiere des Neunertanz und ja, da vor der Frau Reker zu tanzen, das machen wir ja auch nicht alle Tage und das war schon toll, ja. Ja, dann noch Bundestagspräsidentin, zweite Frau des Staates, also höher. Es geht nur noch ein Mini-Hauch höher sozusagen. Ja. Woher kommst du eigentlich, noch mal ganz kurz erzählt so ein bisschen? Oder bist du immer Blauer Funk gewesen und bist sozusagen, nee, kannst du nicht, sonst hättest du so ein Kreuz. Also musst du von irgendwo hier anders herkommen, von welchem Tanzchor? Also in Köln habe ich angefangen, bei den Fidelen Vortanz zu tanzen, 4 Jahre. Dann während Corona habe ich eine Pause gemacht. Ja, und dann habe ich mich hier bei den Blauen Funken beworben. Und seitdem jetzt dieses Jahres, beziehungsweise letztes Jahr, bin ich dann TO mit der Marie hier bei den Funken. Was kann sie besonders gut? Sie ist ja schon eine alte Hesin sozusagen als Marie. Nein. Ich stelle ja mal gerne fiese Fragen. Das ist ein bisschen. Was kann sie besonders gut? Was konnten die bei den Fidelen Fortlern, die Damen, vielleicht ein wenig besser? Nee, also man muss schon sagen, Eis. Die Ausstrahlung und ihr tänzerisches Können ist natürlich mega. Aber ich kenne von Instagram und Social Media auch schon länger. Aber privat ist sie ein super toller Mensch, verstehen uns sehr gut, auch schon über das Jahr hinaus. Hat, bevor ich überhaupt geworden bin, hatten wir auch schon ein bisschen kommuniziert miteinander. Eine tolle Person und ich freue mich auf viele Jahre mit ihr. Wisst ihr schon, wie viele Auftritte ihr habt? Ja, es kommen natürlich immer in der Session ein paar dazu. Wir haben natürlich plus den Neunertanz noch, aber so an die 70 Auftritte haben wir. Wow. Ja, geht natürlich immer mehr, aber das ist schon eine gute Zahl. Und ich finde, wenn es mehr wäre, dann kann man es gar nicht so genießen. Ich finde, man muss so ein gutes Maß finden, dass man es auf der einen Seite genießen kann, aber auch natürlich den sportlichen Aspekt haben wir natürlich auch im Kopf. Aber ja, ist eine gute Zahl. Ich wünsche euch beiden eine ganz tolle Session, viele tolle Neuner-Tänze, viele Solo-Tänze. Ihr habt auch, glaube ich, einen neuen Tanz, ne? Genau. Ah, jetzt muss ich doch noch weiter fragen. Neuen Mariechentanz gibt es. Den gibt es eigentlich immer, wenn es eine neue Marie gibt. Aber da wir ja den ein oder anderen Tanzoffizierwechsel hatten, haben wir uns gedacht, starten wir mit einem neuen Mariechentanz. Und der ist super, super schön geworden und ich tanze ihn gerne noch viele Jahre mit Christian zusammen. Ja. Der neue Tanzoffizier-Tanz, würde ich jetzt ja, mal so ganz genau. Bisschen ketzerisch sein, aber das nur am Rand. Jetzt nochmal, eine ganz tolle Session wünsche ich euch, einen ganz tollen neuen Mariechentanz, dass ihr ein super Feedback kriegt. Wir werden uns das gleich angucken, super kritisch natürlich, also ganz, ganz hart, harte Kritiken. Richtet euch drauf ein, habt viel Spaß, danke. Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank.